So, nach der Ausrottung der ganzen Dinos aus dem Wasser, von Solea, die müssten eigentlich, glaube ich, wirklich alle für immer tot sein. Keine Ahnung, so viel, wie sie die weggeknallt hat. Ja. Haben wir so viel gelevelt, dass wir schön shoppen können. Shopping time. So, gehen wir erstmal zur Tastatur, die irgendwo am Arsch der Welt ist. Oh, gut, plötzlich ist sie vor mir. Lass bitte den guten Grafikbuggen nur, ja. Und wir können shoppen. Waffen. Naja, mit 67.000. Ey, wir können nicht mal beides holen. Ja. Ja, fast für den Raketenwerfer. Das ist schon nur einmalig, oder? Drück mal auf. Oder drei Lenkraketen auf einmal. Sicherlich eine der stärksten Waffen. Okay. Weiß nicht. Schnelle und kraftvolle Feuer. Nützliche Waffe. Was meinst du? Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ich bin überfragt. Ich meine, 35.000 kann man erreichen, aber 50.000 nochmal? Mir eigentlich vollkommen egal. Wieso, wenn du jetzt die Insel wechselst, wenn du hingehst, dann kommt eh wieder neu und dann levelst du ja eh nochmal. Ich würde jetzt noch Raketen, wir von ihm nur ein zweites in schwere MG. Na gut. Aber du musst ja jetzt eh erstmal wieder zur Hauptinsel. Und da, wo der Alusauf ist, liegt ja was im Wasser. Munition. Das nochmal auffüllen? Ja, das auch. So. Guck mal, 20 Schuss hat der Raketenwerfer. Ja, na gut. Wer ist da Munition nachladen? 60 nur. Easy. So. Müssen wir jetzt noch fahren? Wir sind noch nicht gefahren, ne? Ne, sind wir noch nicht. Da? Dschungel, genau. Tipp und da. Das ging ja schnell. So. Und raus. Wir müssen jetzt zu dem ersten Albino, würde ich gerade sagen. Aluminium. Alu, Dino. Alusaurus. Alusaurus, warum heißt der so? Alusaurus Rex. Warte mal, müsste nicht jetzt mehr einer entgegenkommen? Ich überlege gerade zur Zeit, wo ist hier eine Tür? Wo ich hin muss? Ist es die geradeaus? Nein, rechts rum, oder? Meine Antwort. Rechts. Also da hinten. Eigentlich nicht, weil wir sind doch da mit Dings hingegangen, mit innen. Also müssen wir da lang. Ja, ich dachte, du meinst rechts mit der Tür. Ja, ich muss gerade überlegen. Ich überlege jetzt nur gerade, ob wir ihn töten oder nicht. Weil wilde Rumsucherei habe ich auch keine Lust. Außer es blinkt. Dann nehme ich sofort mit. Das ist da, wo der Wasserfall ist, halt. Also hier hinten, ne? Ja. Felsen befindet sich an der Quelle Blätter und an andere leichte Gegenstände treiben mit dem Wasser herum. Ist nicht das? Soll das hier oben sein? Eigentlich wurde der Wasserfall angezeigt. Also dieser kleine, nicht Wasserfall. Naja, soll ich da jetzt wild mit X herumspammen und herumrennen? Das ist wie eine Anzeigebacke. Ah, da ist es. Weggespielt worden. Boah, ey. Dankeschön. Ah, die muss irgendwo da aktualisiert. Jetzt müssen wir da rüber. Das ist ja klar.
Dafür waren wir auch hier. Ich dachte, das wird mega unentspannt. Die Aktion jetzt hier. So, und dann gehen wir wieder zur Wasser-Map da, wo du die alle umgebracht hast. Da kannst du ja schön die ganzen Langhalsviecher da mitnehmen. Mhm. Weil es keine Langhälse sind, weil sie sind Wasser. Komm, sei friedlich. Ich lass dich am Leben, du lässt mich am Leben. Hört sich doch gut an. Hallo, Hutsaurus. Also, was ich mich frage, was denn? Was links und rechts diese T-Rexe, die wir da eingesetzt haben, wo die herkommen? Ich glaube aus Jurassic World. Meinst du nicht? Könnte sein, deswegen. Oder diese Narbe da dann an der Seite da? Stimmt. So, jetzt müssen wir dahin, ne? Nee. Ja. Ah, okay. Kommen wir eigentlich gut voran? Oder ja, wäre ich recht langsam noch? Schon. Ich frag mich nur, wie weit, also theoretisch. Wie viel noch vom Spiel noch da ist? Ich meine, es sind nur zwei Bereiche. So, es sind nur zwei Bereiche. Richtig, los geht's erst in Edward City. Achso. Ist es das Endlevel oder was? Weil jetzt diese hier kriegst du ja nur noch diese Unterwasser Area. Okay. Das macht Spaß. Oh Gott, und den darf ich bestimmt spielen. Boah. Wahrscheinlich nicht alles. Oder wieder Panik. Warte. Dann kommt keine. Du hast alle ausgerottet, sag ich jetzt schon. Huga hat es auch 1000 Mal gemacht. Mich gewundert. Kann doch nicht sein, die müssen irgendwann wiederkommen. Ich würde auch nicht mehr wiederkommen hier. Wenn man so ungefähr mit Hammer... Er hat es voll auf wiederholt, er ist immer hin und her gegangen. Das verstehe ich jetzt. Nicht mal hier? Ausgerottet. Sag ich doch. So, ich sag dir, das hat ein Patch bekommen, das Spiel. Urplötzlich ein Patch. Oh Gott, das waren Welten, wo man noch die Spiel-CD hatte und wenn es so verbuggt war, war es halt so verbuggt und wurde damals nicht gepatcht. Ach, kannst du es da hinten aufnehmen jetzt, oder? Wo ist gar nicht getroffen, oder? Jo. Lass ihn einfach hier, oder? Ja, ist halt so. Mann, ich will mal Select drücken. Wobei, ich könnte was nehmen. Ja, kannst auch ein Mini nehmen, klein. Also, oh, da hast du immer noch keinen Platz. Na. Doch. Nein, das klappt nicht. Oh, der ganze Platz ist ja voll belegt. Soll ich Großes nehmen? Nee, ist das Schwachsinn. Das ist so ohne Sinn. Du nimmst den nur. Oh, du kannst aufladen. Ja, vielleicht auf den Rückweg. Ja, egal, ich weiß auch. Weil wir wissen, wenn wir nicht mehr wieder herkommen müssen. Schon wieder verbrannt. Ja, Katze hat mich gekratzt. Wenn wir vielleicht mega entspannt wirken, wir haben gerade frisch gegessen. Betonung auf frisch. Frisch gegessen. Frisch aufgetaut gegessen. Also ich ignoriere die jetzt, kein Bock. Was? Kein Bock, ich ignoriere die jetzt. Ja, die sind echt scheiße. Die sind kacke. Wo bist du hin? Ich dachte, es war da hinten die Tür. Ja, ey, das ist so scheiße, wenn man umfällt in den nächste Season, ey. Szene. Nächste Szene. Boah, Alter. Und da ist die Tür. Ich habe mich dahingestellt, dass sie es auch benutzen. Das ist irgendwie rechts, linkslastig, ne? Der Fehler. Nicht alles. Ich meine, wo ich diesen kleinen rechtslastig. Ich meine ja, dass du links Sachen hast und rechts ist die Sache aber. Ach so. Aber links gehst du rein. Ja. Und macht Spaß. Ja, das macht schon Spaß, die auch zu rocken. Das sieht mir schön aus.
glaube, die wollen nicht mehr. Nö. Was ist denn hier? Es ist eine Box für einen kleinen Reparaturgegenstand. Du brauchst einen Schlüssel, um die Box zu öffnen. Natürlich haben wir den Schlüssel mal wieder nicht. Vielleicht ist es ja... Na gut, hätte er sein können. Hätte mich auch stark gewundert. Vor allem, wofür ist das Boot? Meiner. Was sagen, jetzt höre ich mich nicht spielen. Ich frage mich jetzt, sind die eigentlich dafür auch gedacht, eigentlich so zu leveln, oder? Vielleicht. Ist ja doch ein bisschen zu einfach ist. Auf gewisse Art und Weise. Ich glaube, unter Wasser ist es echt scheiße. Wieso muss man schwimmen? Ja. Nein? Wirst ja sehen. Hey, der Part wird wahrscheinlich mir gehören. Zumindest gehört es dir. Boxschlüssel. Sehr weit draußen, ne? Yep. Werde ich auch gleich hingehen. Also gleich die Waffe kaufen, eigentlich. Boah, ganz ehrlich, ich finde dieses Lesen manchmal sehr anstrengend. Hm. Willst du oder ich? Tagebuch des Personals. Morgen Nachmittag kommen zwei Mechaniker aus Edward City in diese Einrichtung. Die jährliche Sicherheitsprüfung des dritten Energiegenerators steht mal wieder an, zum 9. Mal. Falls der Generator im Wasser jemals ausfällt, bedeutet es das Ende. Wieder können wir nur beten, dass nichts falsch läuft. So seltsam sich das auch anhören mag, manchmal denke ich fast, dass es besser wäre, wenn der Generator in die Luft flöge. Die Mechaniker, die sich auf dem Weg zum dritten Energiegenerator unter Wasser gemacht haben, sind nicht zurückgekehrt. Nein, nein, nein. Ich bin wieder zurückgegangen, warte. Flöge. Vielleicht sind sie zum Mittagessen verspeist worden. Dies ist ein großes Problem. Bob, einer der Mechaniker, hatte den Zugangsschlüssel von Edward Zitter. Boah. Es ist notwendig, dass wir den Schlüssel bekommen, wenn wir aus dieser Einrichtung zurück nach Edward City kommen wollen. Ich denke, die einzige Möglichkeit ist in den Unterwasseranzug zu steigen und selbst hinabzutauchen. Ich hoffe nur, dass ich nicht zum Dessert werde. Ich glaube, er ist zum Dessert geworden. Ehrlich gesagt, wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde einfach mich da hinsetzen und einfach hoffen, dass ich verhungere. Super. Ja, was willst du denn machen? Was mit der Tür? Ich wollte erstmal den scheiß Teil da holen. Na gut, na gut. Oder geht's da weiter? Ja, dann hol erstmal die Box da. Ja, die Box. Mann, das ist voll der spannende Part. Hier ist keine Hintergrundmusik oder irgendwas, das ist so ruhig. Nee. Also, hi. Nein, hi. Boah, komm mit dem Scheiß. Vor allem, ich habe das Lied noch nie komplett mehr angehört. Ich habe es immer nur am Anfang reingezogen. Was ist denn der Text? Und das war's. Nein, die ganze Zeit. Ui. Nein. Punkte. Uwe hat es aber auch Let's Play. Na ja, gut, Kuga Let's Play ja alles, was irgendwie in der Richtung geht. Ne? Ist vorbei? Anscheinend. Nein. Noch mehr, Nein, sie wollen nicht mehr. Es sind immer 10.000 Punkte. Sie haben Angst. Wir haben Angst bekommen vor Regina.
Ach nee, nur was zum Lesen oder was? Alter, ich will lesen bildet nicht. Aufzugs Zugangscode. Aufzugszugangscode. Ja, es steht eigentlich nur der Aufzugscode. Der Aufzugszugangscode. Der Aufzugscode für den Aufzug zum dritten Energiegenerator unter Wasser ist geändert worden. Die neue Codenummer, ist 4015. Ah. Hey, aber hört sich wie ein Zungenbrecher an. Der Aufzugszugangscode. Der Zugangscode für den Aufzug. Ja, ja, komm, das hört sich an wie ein Zungenbrecher. Ja, eigentlich schon, ja. Ach, scheiße. 4015, ne? Jupp. Muss man sich das merken? Komm, frag ich. Kannst du, glaube ich, eigentlich nochmal angucken. Auch rein. Eigentlich müssten wir jetzt genug Punkte haben, um... Ja, wir können das andere Maschinengewehr uns holen. Soll ich das dann gleich holen da? Easy, du bekommst ja jetzt nochmal Punkte. Weißt du, wenn du durch die Tür gehst nochmal? Ich sehe zuckende Eier und das von meinem Kater. Vor meiner Nase. Hi. Ja, der hat gerade gezuckt. Hör auf, seine Eier anzupassen. Das tue ich gar nicht. Nein, ich stecke mir seinen Schwanz ins Gesicht. Also sein. Was? Was? Ich will das nur mal. Katz sein Schwanz. Nimm mal. Ja. Ich würde ein bisschen Muni holen für irgendwas oder so. Der Feuerwall wäre gar nicht so schlecht. Der Feuer was? Der Feuerwall. Nein, der Feuerwall. Was hier? Ja. Warum? Glaub mir. Nimm einfach nur. Nein, 50 reichen schon. Nimm 50. Nicht 100? Nee, 50. Wieso 100 tun doch nicht weh? Ja, dann mach. Mit deinem Verbrauch ist einfach mal schon nicht. Für später. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, nehmen wir so eine Feuerwallwand auf dem Boden. Also so eine Wand so aus Feuer. Okay. Welche Tür nimmst du jetzt? Die da vorne oder die da an? Ah, ich nehme immer den kürzeren Weg. Vielleicht geht die andere gar nicht auf. Hätte doch irgendwie einen Schalter oder irgendwas wieder gehabt, oder? Weiß ich gar nicht. Wer weiß. Wer weiß das schon. Oh shit. Ah, ich hätte mal die Summe von der Waffe aufsetzen können. Ach, da ist nur die Leiche. Dort ist eine ID-Karte in seiner Hemdtasche. Ich glaube, ich habe gleich Schmerzen. Mechaniker-ID. Oh, ich wollte gerade mit der L1 gerade mich schützen wie bei Unimusha. Ja, ich denke, jetzt kannst du durch die andere Tür gehen. Ich denke, weil die ID-Karte eh dafür auch mal gesehen. Siehst du? Ich bin so gut, ich hab Skill. Ich wird's getroffen. Schade, mit meinem Glück hätte ich gesagt ja. Kein Schadenbonus. Können uns nur die Machete holen, allerhöchstens. Achso, aber ich wollte meine Zür nochmal holen. Ich weiß ja nicht, wie weit der Weg da unten ist. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt gleich da hinkommen. Ist auch so eine Frage, ne? Was gibt's denn für ein Werkzeug noch? So. Ah, warte mal. Was macht da mal die Powerbatterie? Diese Batterie verstärkt die Energie von Reginas Elektroschocker. Haben wir irgendwann am Ende keine Nahkampfwaffe mehr? Nee, haben wir schon, aber ich weiß nicht, ob man mehr Energie braucht für die eine Stelle. Oder ob es auch so geht. Wollen wir es holen? Ich würde jetzt noch nicht holen. Das ist mal sein. Ich will aber Munition nur holen. Das ist für die Waffe. Was?
So, sprechen wir und ich kann noch ein bisschen laufen. Oder wollen wir hier beenden kurz? Mir geht nur. So. Achso, ich brauche erst die Mechaniker-ID und dann noch das Passwort. Vierzig, 15, ne? Ja. Yay. The Brain hat wieder zugeschlagen. Ja. Baby. Das tust du mir irgendwie leid, wenn du schon so denkst, so, oh, Kacke. Er bräuchte auch mal neue Waffen, oder? Irgendwie schon, ja. Das erinnert mich gerade an Resident Evil 1. Mit den Haien, kannst du dich noch erinnern? Ja. Wobei die Szene gar nicht so schlimm war. Nee, geht eigentlich. Ich fand nur diese eine Aufgabe ganz schlimm da, dieses Entschlüsseln. Dieses Terminal steuert die Energie aller Maschinen hier, in diesem Raum. Energie des Aufzugs und des Raums, in dem sich der Tausch Auranzug. auch Anzug befindet, ist gestellt. Auf dem Bildschirm wird das Programm zum Neustart der Energie angezeigt. Nein. Möchtest du das Programm neu starten? Nein. Wieso? Jetzt erstmal wieder die Waffe rein und den Elektroschocker. Warte mal, jetzt du willst mich doch nur dafür führen, dass ich es das jetzt machen muss, oder? Bist doch noch gar nicht unter Wasser. Aber bestimmt bald. Nimm die eine, die einzelne Waffe. Ist nicht auch einer? Glaub nicht. Na doch. Jetzt kannst du das Programm starten. Muss ich mich vielleicht heilen? Ich weiß nicht, wie es mit den Buckets so ist, mit den Grafikbug, aber wird schon. Okay, dann bin ich mal gespannt. Reactivating main power. Please check computer until power is supplied to all devices. Warning. When power is overloaded, this reactivation process will be suspended. Switch. What? Da. Elektroschocker. Denk an den Grafikbug. Boah. Ist dein Ernst? Das ist für eine behinderte Scheiße. Geht's mir auf den Sack. Fertig. Oh. Fertig. Main power reactivation restored. Jetzt kommt die Szene. Ich kann es gerne die Diskette noch lesen und dann können wir stoppen. Ich muss hier runter, oder? Nein, einmal rum. War das nicht einmal drum? Ah ne, es ging ja rüber richtig, war das. Wie oft hast du den zweiten Teil durchgespielt, verdammt? Ich gar nicht. Meine Mutter hat 10.000 Mal gespielt. Schon mal viel zu panisch. Warum bei dem Spiel? Ich weiß nicht! Naja, gut, warum auch? Wir haben es vorher beim ersten Part ja schon gesehen. Notiz der Notiz des Mechaniker. Mechanikers. Geduld. Hallo Bob, ich habe gehört, dass du jetzt für diesen Bereich zuständig bist. Zum Anlass deiner neuen Position hinterlasse ich dir ein Geschenk. Ein Memo, das dir nützlich sein könnte. Es handelt sich um den Start der Energie. Sogar wenn du das Energiestartprogramm benutzt, wird dieses offen unterbrochen, richtig? Nun, das passiert, weil die drei Steuerungsterminals nicht richtig funktionieren. Hier ein paar Tipps, was du tun kannst.
Ja, das ist jetzt einfach nur die, das ist die Erklärung, was mit den Steuertribünen ist. Das hat jetzt Sinn gemacht. Ja, kannst komplett weg. Also hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Ja. Lass mich so stehen. Ich speichere. Rück auf Pause und freue mich jetzt, was hey. Jetzt so scheiße sein soll in der Unterwasserwelt. Warum muss ich das machen? Ah, finde ich gut, finde ich gut. Nein. So scheiße. Kannst du? Ja, das. Was mache ich? Sagte, weinst du? Nein, tue ich nicht. Guckte so. Gut. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Beim Reinklicken lasst du einfach gern was da. Werbung, Herr Werbung, Werbung. Ich bin auch bei Twitch. Soleil ist auch bei Twitch. Schaut einfach mal rein, würden uns freuen. Ja, cool. Schreibt doch gerne was in die Kommentare, abonniert und liked es. Dankeschön, viel Spaß beim nächsten Mal und tschüss.